Artikelnummer SCP-140. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-140 darf sich niemals näher als 15 Meter an Quellen für gewöhnliche Tinte, menschlichem Blut oder anderen Flüssigkeiten, welche sich zum Schreiben eignen, befinden. Jede Verunreinigung durch Blut oder Tinte ist sofort zu melden. Alle weiteren Exemplare von SCP-140, die beim ursprünglichen Druck entstanden sind, müssen so schnell wie möglich gefunden und vernichtet werden. Nur SCP-140 darf für Studien, Frühwarn- und Katalogisierungszwecke sowie zur Erfassung und Aufzeichnung möglicher SCPs, die sich aus dem Untersuchungsgegenstand ergeben, aufbewahrt werden. SCP-140 wird im Standort 76 in einem verschlossenen Tresor mit einem einzelnen Schreibtisch verwahrt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfen keine Untersuchungen am Originalexemplar von SCP-140 durchgeführt werden. Mitglieder des Forschungspersonals sollen die bereitgestellten Kopien lesen, die nicht die Unterschrift des Autors tragen und daher nicht über die Eigenschaften des Objektes verfügen. Sollte eine genehmigte Untersuchung stattfinden, darf SCP-140 nicht aus dem Tresor entfernt werden und die Leser dürfen nicht länger als 9 Stunden mit dem Objekt Kontakt haben. Der Zugang bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Chefforschers mit expliziter Testerlaubnis. Eine bewaffnete Wache, welche außerhalb des Tresors stationiert ist, wird auf jeden Diebstahlversuch mit dem Einsatz tödlicher Gewalt reagieren. Sollte ein Mitarbeiter anfangen, Symptome einer Besessenheit von SCP-140 oder einer möglichen mimetischen Kontamination zu zeigen, muss ihm ein Klasse-A-Anästhetikum verabreicht werden. Anschließend sind ihm falsche Erinnerungen zu implantieren und er muss einem anderen Projekt zugewiesen werden. Aus diesem Grund ausgewechseltes Personal muss auf Anzeichen eines möglichen Rückfalls überwacht werden. Beschreibung: Bei SCP-140 handelt es sich um ein modernes Buch mit einem unauffälligen, festen, schwarzen Einband und einer unbekannten Anzahl von Vakat-Seiten. Der Buchumschlag fehlt, aber der Titel Eine Chronik der Devas ist deutlich lesbar. Das Innencover ist vom Autor signiert, dessen Name jedoch nicht entzifferbar ist. Das Copyright des Buches datiert auf 1900. Eine sorgfältige Untersuchung hat gezeigt, dass das Buch mehr Seiten enthält, als physikalisch möglich sein sollte. Leser berichten über das Auftreten von Paranoia, Übelkeit und allgemeinem Unwohlsein. Diese Gefühle können allerdings auch Folge der im Buch behandelten Themen sein. Nichtsdestotrotz beschreiben Leser SCP-140 fast durchgängig als faszinierend und bekunden, trotz der besorgniserregenden Inhalte, anhaltendes Interesse. Einer von 15 Lesern berichtet, dass SCP-140 einen schwachen Geruch von getrocknetem Blut aufweist. SCP-140 beinhaltet eine detaillierte Beschreibung einer antiken Zivilisation, die ihren Ursprung im heutigen südlichen Zentralsibirien hatte und als Devita bezeichnet wird. Wie alle Kulturen entwickelten und veränderten sich die Deviten im Laufe der Zeit, scheinen dabei aber eine ungewöhnliche Kontinuität aufzuweisen. Teile der devitischen Kultur, die durchgängig in allen Zeitepochen vertreten waren, beinhalteten Militarismus, Eroberung, Ahnenverehrung, städtische Zentren mit großen Sklavenpopulationen, grausame Menschenopfer und die Verwendung von scheinbar funktionierenden taumaturgischen Ritualen. Glaubt man der Erzählung, dann waren eine Vielzahl der Reliquien und Geschöpfe, die von der devitischen Kultur erschaffen wurden, anormal und gefährlich genug, um sich für eine Sonderverwahrung zu qualifizieren. Kommt SCP-140 mit Flüssigkeiten in Berührung, die sich zum Schreiben eignen, einschließlich menschlichen Bluts, erweitert sich die Geschichte der Devita. Es scheint, dass menschliches Blut die potenteste aller möglichen Schreibsubstanzen darstellt. Die Menge an neuem Geschichtsmaterial steht allerdings nicht im direkten Verhältnis zur zugeführten Flüssigkeitsmenge. Die neu hinzugekommenen Abschnitte beinhalten zwar manchmal neue Beschreibungen von Ritualen und kulturellen Merkmalen oder Illustrationen von zuvor beschriebenen Geschehen, wesentlich häufiger handelt es sich allerdings um neue Berichte über den weiteren Verlauf der devitischen Zivilisation oder Beschreibungen neuer Individuen und Artefakte. Aus entscheidenden Niederlagen werden Rückschläge und neue Personen und Ereignisse werden in die Geschichte eingefügt. Archäologen der Foundation konnten an entsprechenden Orten und geologischen Schichten zu diesen neuen Ereignissen passende Artefakte und Spuren der Devita freilegen, selbst an Ausgrabungsstätten, die zuvor gründlich erforscht wurden. Obwohl die Devita zu manchen Zeiten nur aus einer Ansammlung von Stadtstaaten bestanden, scheint es, dass sie jedes Mal zu einer imperialistischen Regierungsform zurückgekehrt sind,
angeführt von einer theokratisch-aristokratischen Kaste, der sogenannten Deva, in der Kannibalismus und Taumaturgie praktiziert wurden. Foundation-Forscher glaubten anfänglich noch, dass es sich bei der Deva um eine Kaste mit Erbfolge handeln könnte, in der lediglich die Namen bemerkenswerter Persönlichkeiten wiederverwendet wurden. Inzwischen deuten neu entdeckte Beweise und die Ereignisse von 2000 darauf hin, dass die Deva aufgrund von redigiert über eine übernatürliche Langlebigkeit verfügten. Mehrere Forscher, insbesondere Professor gehen inzwischen davon aus, dass sich die Deva so stark von modernen Menschen unterschieden, dass man sie als komplett separate Unterart betrachten muss. Diese Schlussfolgerung wird durch die bildliche Darstellung innerhalb von SCP-140 und Daten gelöscht unterstützt. Gemessen an den Standards einer Primärquelle ist SCP-140 bemerkenswert detailliert und erinnert teilweise mehr an eine Biografie als an einen historischen Text. Es enthält reißerische Beschreibungen von Opferritualen, Schlachtfeldern, des täglichen Lebens und der Lebensgeschichten verschiedener bemerkenswerter Persönlichkeiten, einschließlich Zitaten und Geburtsdaten. Mehr als verschiedene Individuen konnten identifiziert werden, darunter die derzeit als SCP-140-A bezeichneten Personen, von denen nur als verstorben vermerkt sind. Die Archäologen der Foundation haben an diversen Orten in Sibirien, im Norden des Iran und in der Mongolei Fundstätten entdeckt, die Ruinen enthalten, die mit den Annahmen über die dervitische Kultur übereinstimmen. Die Fundorte von Artefakten und Spuren von interkulturellen Konflikten und Kontakten reichen von den Karpaten im Westen bis nach Nordpakistan und China im Osten. Dazu gehört auch SCP redigiert. Anhang 140a. SCP-140 wurde ursprünglich im Büro des verstorbenen Historikers gefunden. Der Vorbesitzer wurde in seinem Büro an der Universität mit selbst zugefügten Schnittwunden an den Handgelenken entdeckt. Es fanden sich jedoch keine Spuren von Blut in seinem Büro. Kollegen von behaupteten während der Befragung, dass sie eine Notiz mit verblichener Tinte in Handschrift gefunden hätten. Allen Zeugen wurden A-Klasse Anästhetika verabreicht und anschließend falsche Erinnerungen eingesetzt. Notiz lautet wie folgt: Ich muss es wissen. Es tut mir leid. Alle geschriebenen Texte innerhalb eines 15 Meter Radius waren mit Ausnahme einiger Bücher über die Geschichte der Region leer. Die übrigen Bücher enthielten nun Berichte über vermeintliche Interaktionen zwischen der devitischen Zivilisation und den in den Büchern behandelten Kulturen. Oder einschlägige Diskussionen über die Geschichte und Kultur der Deviter. Diese Schriftstücke wurden sämtlich konfisziert. Alle sonstigen gedruckten Medien und Formulare waren leer, ebenso wie sämtliche Stifte, Drucker und Tintenpatronen. Anhang 140b. Obwohl SCP-140 im 20. Jahrhundert veröffentlicht wurde, deutet der Ton des Buches darauf hin, dass es sich um eine Nacherzählung von Ereignissen, Einzelpersonen und Praktiken handelt, von denen der unbekannte Autor von SCP-140 aus erster Hand erfahren hat. Die Ermittlungen der Foundation haben die Veröffentlichung von SCP-140 in einer Auflage von Exemplaren zu Daten gelöscht Druckerei zurückverfolgt. Die Bücher wurden von einer wohlhabenden Person, die von hier an als SCP-140-A bezeichnet wird, selbst herausgegeben und die Unterschrift von SCP-140-A auf dem Vertrag entspricht der seltsamen Unterschrift im Inneren von SCP-140. Mehr als 40 der in dieser Charge produzierten Exemplare wurde offenbar durch die verbleibenden Exemplare von aller Tinte befreit. Zum Zeitpunkt der Niederschrift ist es Foundation-Agenten gelungen, der verbleibenden Bücher zu finden und zu zerstören. Es verbleiben jedoch zwischen und Exemplare im Umlauf. Es kam bisher zu zwei Expansionsereignissen in Zeiträumen, in denen SCP-140 nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kam oder aus dem Tresor entfernt wurde. Eine Untersuchung und Fahndung nach dem Autor von SCP-140 ist im Gange. Bei Kontakt wird Agenten empfohlen, Daten redigiert. Anhang 140c. Durch die Untersuchung von SCP-140 und anderer sich in Verwahrung befindender Objekte, die im Zusammenhang mit der devitischen Zivilisation stehen, haben Foundation-Forscher festgestellt, dass das Wiederauftauchen einer feindselig gesinnten devitischen Zivilisation in der Geschichte später als 1000 nach Christus eine schwerwiegende und möglicherweise sogar rückwirkende Bedrohung für die Foundation und die moderne Zivilisation, wie wir sie kennen, darstellen würde.
Selbst die besten Prognosen über das Wiederaufleben der Leviten in der Neuzeit deutet auf eine C-Klasse-Umstrukturierung der modernen Gesellschaft und auf einen weltweiten Konflikt mit einer voraussichtlichen Zahl von mindestens redigiert Todesopfern und einem Ende der Geheimhaltung der Foundation hin. Anhang 140D. Tagebuch, das auf seinem Heimcomputer in Daten gelöscht gefunden wurde, deutet darauf hin, dass SCP-140 bei seiner ersten Lektüre mit der fast völligen Zerstörung der devitischen Zivilisation und dem Völkermord an allen bekannten Deva im Jahr 299 vor Christus durch die Streitkräfte des chinesischen Generals Qin Kai endete. Infolge von darauf folgenden Expansionsereignissen, einschließlich der im Tagebuch detaillierten, sind zahlreiche neue Passagen hinzugekommen, die Überlebende beschreiben, die sich neu gruppieren, in eine andere Region Zentralsibiriens abwandern, ihr Reich dort wieder aufbauen und sich stetig kulturell und technologisch weiterentwickeln. Zurzeit wird das Reich von Genghis Khan in der Frühzeit seiner Eroberung endgültig niedergeschlagen, obwohl das Schicksal vieler bedeutender Persönlichkeiten und einiger Städte nach wie vor unklar ist. Foundation-Archäologen werden zur Untersuchung und Erforschung nach gelöscht entsandt. Anhang 140E. Nach dem Zwischenfall am 2000 bei der Daten gelöscht Ausgrabungsstätte, bei dem über Opfer zu beklagen waren, müssen alle Archäologen der Foundation, die Fundstätten von vermuteten derwittischen Artefakten oder Ruinen ausgraben, von einem voll bewaffneten Sicherheitsteam begleitet werden. SCP-140-1 wurde neutralisiert, SCP-140-2 befindet sich auf freiem Fuß. Alle anderen anormalen Kontaktpersonen und Artefakte wurden zerstört, als die Ausgrabungsstätte von einem Marschflugkörper getroffen wurde. Agent erhielt eine Auszeichnung und wurde wegen posttraumatischer Belastungsstörung behandelt. Dr. erhielt eine posthume Auszeichnung für seinen Mut. Eine Untersuchung über die mögliche Beteiligung von SCP-140-A oder ihrer Agenten an den Ereignissen vom 2000 ist im Gange.